So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr wisst ja, alle die das Q-Paket haben, bekommen den Battle Pass ja quasi kostenlos. Ich bin jetzt gerade mit dem Event fertig, habe für euch das komplette Event auch nochmal hochgeladen. Also für alle die keine Ahnung, den Ton aus hatten oder wie auch immer, guckt euch einfach das Event nochmal bei mir an. Also ich kann jetzt schon sagen, ich bin jetzt schon total geflasht. So, jetzt geht es hier darum, wie bekomme ich den Battle Pass kostenlos in Anführungszeichen, weil das Crew-Paket kostet klar Geld. Jetzt gehe ich aber auf die Crew und zack, bekommen wir erstmal schon mal Agent Jones plus das die Figurenpackung. Oder bekomme ich den, den bekommen wir durch den Battle Pass. So, jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt den Battle Pass? Bin ich hier selber mal gucken. Ah, sieht schon mal nice aus im Hintergrund. Auf jeden Fall erstmal Musik an. Ohne Musik geht schon mal gar nichts im Menü, gell? Das muss ja schon mal sein. So, haben wir das schon mal. So, dann gehen wir den Battle Pass mal gerade durch. Auf Stufe 2 bekommen wir das Banner. Dann das Spray. Dann natürlich 100 V-Bucks. Die schmecken natürlich. Deshalb, das Gruppenpaket lohnt sich eigentlich schon. Du bekommst die 1000 V-Bucks. Dann bekommst du halt den Battle Pass umsonst, in Anführungszeichen, bekommst den Skin. Also ich finde schon, das Crew-Paket lohnt sich auf jeden Fall. So, dann bekommen wir hier noch den Hintergrund, das Emote. Ah, ist okay. Beziehungsweise Emoticon, bevor mir wieder einer schreibt. Und dann auf Level 7, wegfegen. Okay. Des Weiteren. Oh, Level 8 wieder neue Musik. Ja, die ist schon geil, die Musik. Ja, ohne Quatsch, also der Battle Pass ist wirklich schon jetzt recht, auf jeden Fall besser als der letzte, auch die letzte Season ist jetzt schon ist die Season besser als die davor. Und dann bekommen wir noch den Ladebildschirm, das war klar. Dann noch das Rückenaccessoire für Lara Croft. Das Gaming-Legenden-Reihe. Ah ja, ihr gut, ist ja klar. Dann bekommen wir nochmal 100 V-Bucks. Dann noch ein Spray. Aber ganz ehrlich, wer benutzt noch Sprays? Also ich definitiv gar nichts. So, dann bekommen wir das Rückenaccessoire, wenn wir auch die Aufträge erledigt haben. Auf Stufe 15 bekommen wir dann die gute Lara Croft. Nein, der Skin ist schon nice. Im Spiel sah nicht so toll aus, aber ich glaube, wenn... Doch, der Skin ist nice. So, dann bekommen wir noch die Pickaxe, dann bekommen wir einen neuen Kondensstreifen, also okay, noch ein Emote, ach ja, alle die in PlayStation, auf der PlayStation Tomb Raider gespielt haben, wissen was sie hier macht. Dann bekommen wir auf Stufe 19 wieder 100 V-Bucks, dann gibt es noch ein Kleider kostenlos, also das, wo kostenlos steht, das bekommen halt alle, die auch den Battle Pass nicht kaufen. So, ein Banner-Symbol, ja gut, okay, Mensch. Okay. Ja, aber wieso bekommen wir zweimal Lara Croft? Dann ist die auf jeden Fall schon mal 10-mal besser als die 25 Jubiläum. Boah, kein Mensch. Das hätten sie weglassen können. So, dann gibt es noch eine kostenlose Tarnung, die ist nice. Dann Jäger der Uhrzeit-Spray. Dann wieder ein Emoticon. Das Wort Emoticon. Dann die Pickaxe. Die ist auch nice. Gut, man muss natürlich sagen, so sieht sie vielleicht nice aus, wie sie in-game ist, müssen wir da mal schauen. Und dann wieder 100 V-Bucks. Dann gibt es wieder einen Rucksack. Und auf Level 29 wieder ein Skin. Okay. Oh, das sieht doch nice aus. Hat bestimmt auch einige Stile. Warte mal so. Der Skin ist auch nice. Also die Skins sind jetzt auch schon besser. Ich habe noch nichts geguckt, also ich weiß noch gar nichts. Ja, noch ein schöner Kleider. Aber der ist wieder laut. Und dann noch ein Banner-Symbol. Oh, noch ein Emote. Ja, kann man mal machen. Doch, ist nice. Mit dem Lachen noch, ist geil. Dann noch das Banner. Und dann noch ein Rückenaccessoire. Wieder 100 V-Bucks. Ach, ich liebe es, V-Bucks zu kriegen. Dann noch ein Kondensstreifen. Dann Tarana. Aha. Alter, es geht nicht schon wieder. Er hat was. Ich sage, ich bin so gehypt. Man merkt es, glaube ich, auch.
Ja, die Pickaxe ist, glaube ich, nicht so meins. Dann haben wir die Tarnung, Lackierung. Und dann nochmal ein Spray. Und wieder 100 V-Bucks. Oh, dann bekommt ihr sogar, die keinen Battle Pass haben, auch nochmal Musik. Falsch, müssen wir gerade gucken, wegen Musik. Ganz schnell. Ah, gut. Schon mal keine Copyright-Musik drin. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Also, dann gibt es noch ein Banner-Symbol. Noch ein Hintergrund. Oh, der sieht geil aus. Der ist nice. Und dann noch ein Kleider. Also, okay, hatten wir schon mehrere in der Variante. Dann gibt es wieder ein Rückenaccessoire und wieder 100 V-Bucks. Dann die Spektralflamme, die ist auch nice. Dann wieder der Auftrag fürs Rückenaccessoire. Oh, nächster Skin. Gucken wir uns mal genauer an. Ist schon geil. Ist halt so ein bisschen an. Ach, wie heißt er? Der im Sand. Prince of Persia. Ja, angelehnt. Und dann noch ein Emoticon. So cool. Und dann 100 V-Bucks. Noch ein Emote. Ja. Warte, hier ist ja gar nichts wirklich Schrott. Und dann noch ein Kondensstreifen. Noch ein Ladebildschirm. Ja gut, jetzt geht's langsam Richtung Ei. Was das da drin soll. Ja gut, Ostern, ne? Dürfte auch nicht vergessen. Und dann noch ein Banner-Symbol. Wieder 100 V-Bucks. Und hier ist er. Ja. Ich sag nichts zu dem Gleiter. Dann wieder eine Mission für das Rückenaccessoire. Ja. Den werden wir, glaube ich, öfters sehen. Gerade in den Custom Games. Und dann noch ein Emo. Oh, der ist auch nice. Dann noch ein Spray. Oh, das ist ein Pickaxe. Okay. Dann ein Emoticon. Also, die benutzt gefühlt auch hin. Oh, das geht aber. Und dann haben wir noch eine Lackierung. Naja, die muss nicht sein. Und dann eine Schlüpftasche. Man könnte sie auch Slurftasche nennen. Und dann nochmal 100 V-Bucks. Und dann Killerküken. Okay. Kann man machen. Wieder eine Musik. Gewöhnt euch schon mal eine andere Hintergrundmusik. Und dann ein Spray. Der Kleider. Oh. Der ist geil. Und dann 100 V-Bucks. Ah, Emoticon. Lackierung. Ja, ist okay. Ist okay. Und dann wieder ein Auftrag. Und dann der Rebirth Raven. Okay. Ja, könnte ich aufspielen mit meinem Overlay. Dann wieder eine neue Pickaxe. Wieso okay? Dann, gut, die ist sogar kostenlos, die Pickaxe. Dann wieder 100 V-Bucks, Ladebildschirm, Banner-Symbol. Was ist das? Rückenaccessoire. Okay, das braucht kein Mensch. Das Rückenaccessoire braucht keiner. Dann nochmal ein neues Emote. Ist okay, aber naja. Und dann nochmal 100 V-Bucks. Dann nochmal den Skin, aber in einer anderen Variante. Die sind wahrscheinlich nur die Stile. Boah, die ist geil. Die Lackierung hat was. Oh, doch, die ist geil. Dann Ladebildschirm. Ja gut, der ist ein bisschen unnötig. Und dann wieder ein Banner. Okay, der Gleiter hat auch was. Und dann ein neues Emoticon. Ein Spray. Ah, langsam komme ich hinten hin. Ich bin mal gespannt, was kommt. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Gar nichts. Und dann 100 V-Bucks. Und dann das Rückenaccessoire. Ah, ich glaube, das ist wie der Skin ist, oder? Ja. Und dann den Kondensstreifen. Das Spray. Also ohne Quatsch. Der ganze Battle Pass. 1 plus. Klar, ein paar Sachen wie hier sowas, das braucht kein Mensch. Gut, das ist ja auch wieder Geschmackssache, aber auch allein hier die Emote, die sind schon nice. Dann nochmal 100 V-Bucks, dann der 100 V-Bucks. Böse. Dann noch das Emote dazu.
Ja, das habe ich schon gesehen. Okay, das hätte er weglassen können. So reicht vollkommen. Das ist also der Battle Pass. Und ich habe mit dem Lukas schon geredet. Ach, hier gibt es auch. Warte mal. Noch ein Banner-Symbol. Noch ein Emoticon. Okay, noch ein Spray. Noch ein Emote. Auch nice. Das sind die ganzen Sachen zum Freischalten noch. Die Variante ist auch nice. Level 1, erreiche Level 61. Der Skin ist auch nice. Sollen wir uns die. Ja, und der Rest bleibt geheim. Ja, ja, ist klar. In 42 Tagen erst. Dauert ja nicht mehr lange. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, danke an alle, die bis jetzt da waren. Das ist halt der Battle Pass. Ihr bekommt den halt, wie gesagt, kostenlos, wenn ihr das Crew-Paket habt. Also wenn ihr das Crew-Paket habt, warte mal, Shop habe ich auch noch ganz schön geguckt. Zack, ist es noch da. Achso, ich krieg's nicht angezeigt. Also bei mir wird es nicht angezeigt, aber bei euch nehmt das Crew-Paket. Wenn ihr wirklich Geld ausgeben wollt, gönnt es euch. Also es lohnt sich definitiv. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch irgendwas kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyek. Und dann würde ich sagen, gehe ich auch gleich mal rein in die ersten Aufgaben. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank und haut rein.